empfunden wurde. Und selbstverständlich ist es heutzutage noch immer so, dass in weiten Kreisen Europas und nicht nur in Ostküstenkreisen Amerikas, wie wir es hier und da hören, da schon so ein eigenartiges Gefühl, was Österreich betrifft, empfunden wird. Frage. Würden Sie heute den Leitartikel und den Cover, diese Regierung ist die Schande Europas, noch einmal machen? Ich fürchte ja, aus den Gründen, weil ich Ihnen nicht zustimmen kann, weil das schlicht der damaligen und noch immer in vielen, in weiten Kreisen vorherrschenden Empfindung gegenüber Österreich entspricht. Da steht noch gar nicht drinnen, ob das jetzt gerecht oder ungerecht wäre, aber mit dem Tabubruch, über den wir vorher gesprochen haben, empfinde ich ein gewisses kleines Maß an Gerechtigkeit in dieser in weiten Bereichen ungerechten Empfindung Dr. gegenüber Bellen, Österreich. Ich tue mir es leicht, weil wir solche Covers nicht gemacht haben, aber ich glaube zu verstehen, dass mediale Berichterstattung nicht, und das hat sich gegenüber früher geändert, ja nicht darin besteht, dass man sozusagen Wahrheiten verkündet, sondern unter anderem auch Emotionen und Stimmungen ausdrückt. Und das ist ja unbestritten, dass in weiten Teilen der Öffentlichkeit so eine Stimmung da war oder eine bestimmte, wir haben zum Beispiel ein Cover gemacht, die Heider-Hysterie oder sowas. Ja? Also natürlich gewisse Stimmungen sind da, sind teilweise jetzt noch da, und das heißt ja nicht, dass die Medien per se, das war der Cover mit Heide und wie überhaupt die Medien, ja, also es ist unterschiedliche Einschätzungen, auch Menschen arbeiten mit unterschiedlichen Einschätzungen, dass die per se all das, was als Stimmung beschrieben oder abgebildet wird, in jedem Prozentsatz auch teilen. Aber ich wollte jetzt eigentlich zum Inhalt kommen, was Sie gesagt haben, Herr Bundeskanzler. Sie wissen doch, dass auch sehr viele Journalisten im Sinne jetzt des Vertreters eines bestimmten Teils der Öffentlichkeit, die auch dieser Regierung nach wie vor kritisch gegenüberstehen und sehr viele Dinge kritisieren, unter anderem auch Punkte, die wir vorher diskutiert haben, dass die sehr wohl auch Dinge, und das fordern, ich fordern Sie zu Recht auch ein, für gut halten, wenn was gut ist. Zum Beispiel ich heute die Restitutionenfrage für gut gelöst, aber jetzt vom Finanziellen, jetzt kenne ich mich nicht jedes Detail aus und da gibt es sicher Probleme, wie sagt der Herr Mutzikant einfordert oder sonst was, aber im Großen und Ganzen finde ich das gut. Und ich habe ja übrigens auch diese Präambel, was in der Präambel der Regierungserklärung steht, für eine wichtige Reaktion oder Aktion, wie immer man das bezeichnen will, gehalten. Dieser neuen Regierung, die sehr klar in dem Punkt was gesagt hat. Umso mehr, finde ich, müssen Sie dann damit rechnen, dass wenn es Probleme wieder gibt auf dem Sektor, dass dann mit noch größerer Berechtigung gesagt wird, na was ist da jetzt? Also zwei Beispiele nur, weil es jüngst erst waren, beim, glaube ich, Neujahrstreffen der FPÖ und das gar nicht entsprochen hat dem sonstigen Ton, den diese Regierung und auch die FPÖ über weite Teile in diesem Jahr gepflogen hat. Ist es wirklich notwendig oder ist es nicht fürchterlich, gerade für diesen positiven Prozess, wenn dort wieder der Dr. Haider aufsteht und polemisiert gegen die Ostküste in den USA, wo jeder weiß, das ist halt eine klare Anspielung auf antisemitische Geschichten in Österreich, brauchen wir uns ja nicht streiten darüber. Ist das nicht unnötig, wieder sozusagen Öl ins Feuer gießen? Oder wenn das zweite, ich glaube ja weniger, dass diese Geschichten mit Nazi-Vergangenheit und Tradition der FPÖ wirklich weite Teile so berühren, weil wir wissen alle, dass historische Auseinandersetzungen primär solche sind, die Leute wie uns interessieren und weite Teile da gar nicht so interessiert sind an der Geschichte. Aber was, glaube ich, sehr viele Leute doch Sorge fühlen, ist ein bestimmter, nehmen wir es einmal, autoritärer Zug im Ton. Ja, und ist es da gescheit, wenn zum Beispiel so immer wieder so Äußerungen kommen, wir werden, also früher war das einmal, wir werden Ordnung in den Redaktionsstuben sorgen oder die Widerstandsnester im ORF müssen beseitigt werden. Sind das nicht Worte, die gerade eine Partei, die aus guten Gründen sehr sensibel ist über diese Frage, besser hinteranstehen lassen sollte? Oder ist es gescheit, wenn man vergleicht, dass der Joschka Fischer 1973, glaube ich, war das, völlig aus heutiger Sicht, völlig bilde ich mir ein, ist das einheitlich, dass das aus heutiger Sicht nicht zu, in keiner Weise zu tolerieren oder zu verstehen ist, wenn man das vergleicht mit einem, der rechtskräftig wegen neonazistischer Wiederbetätigung, ich glaube, 8 Jahre Gefängnis eingefasst hat, weil er geübt hat, wie man jungen Leuten die Gurgel durchschneidet. Also, und das ist verglichen worden bei dieser Rede in Oberlau. Also kurz zusammengefasst, all das, sollte man das nicht auch ein bisschen abstellen, um noch glaubwürdiger zu werden. Ich halte das für eine sehr wichtige Diskussion über Stil und Sensibilität und, in der Sprache der Politik.
Was mich an dieser Diskussion seit vielen Jahren stört, und das ist leider Gottes ein roter Faden, der sich durchzieht, ist, dass man diese Diskussion immer nur in Bezug auf die FPÖ führt. Stimmt. Jeder, der in der Politik tätig ist, hat auch Verantwortung zu tragen für das, was er sagt. Das ist überhaupt keine Frage. Und sich auch ständig zu hinterfragen. Und niemand von uns ist fehlerlos und manchmal ist man auch in einer Emotion und sagt dann nachher, eigentlich hätte ich das auch ruhiger beantworten können. Das ist jedem von uns schon mal so gegangen. Aber was ich nicht so lasse, ist, dass man mit zweierlei Maß misst. Gewalt ist für mich gleich verurteilenswert, ob sie von rechts oder von links kommt. Das bestreite ich. Es gibt doch, das ist aber jetzt die Diskussion, die es jetzt gibt. Es gibt eine Form der harmloseren, weil irgendwie durch Ideologie begründeten Gewalt, und es gibt eine Form der Gewalt, die irgendwie noch böser ist. Also so kann ich es mal nicht sehen. Formen der politischen Auseinandersetzung legitim jetzt. Diese Diskussion über Joschka Fischer läuft ja unter dem Titel, dass man sagt, naja, also das war eine Jugendsünde, er hat also damals, wo es bei so jung war, nicht mehr war 27 Jahre alt. Nicht bei Joschka Fischer, die Fragen von Herrn Bellinger waren, ich will nur sagen, dass ich nicht zulasse, dass man mit zweierlei Maß misst. Und wenn es um die Sprache in der Politik in Österreich geht, gerade im letzten Jahr, dann glaube ich, gibt es einen großen Aufarbeitungsbedarf. Und dann möchte ich nicht gerne immer abgedreht werden, wenn ich erwähne, was bei so Demonstrationen wie auch heute wieder gesagt wird über die Regierung. Also von Widerstand, Schüsselheide an die Wand, Zyklon B für FPÖ, es lebe der revolutionäre Krieg gegen den blau-schwarzen Imperialismus. Warum haben Sie das zum letzten Mal gehört? Also ich weiß nicht, ich habe das Gott sei Dank nie gehört, weil das sind entsetzlich schwachsinnige und gefährliche Parolen. Aber Sie sind so... Ich höre immer Zyklon B für die FPÖ, wie mein ganzes Leben höre ich immer nur von FPÖ-Funktionären. Entschuldigen Sie, da gibt es Bilder von den Transparenten, wo das also aufgestanden ist. Es ist bekannt, dass die FPÖ-Propaganda auch Transparente fälscht. Da gibt es nein. Es gab eine Es gab ein Transparent, wo stand 1938 groß. Ist das jetzt eine Gerichtsverhandlung? Nein, ich sage es ja nur als Fehler. Ich halte es für einen Fehler, dass jetzt so getan wird. Sie sprechen an die Abschlusskundgebung der Abschlusskundgebung am Stephansplatz, wo hinter großes Transparent 1938 Gründe oder was weiß ich, gegen Heider. Wir haben keine Transparente gefälscht. Und ich lasse mich permanent. Ich lasse mich nicht permanent kriminalisieren und die FPÖ... Dafür gar nicht verantwortlich sein. Und in eine bestimmte Worte. Können wir noch einmal zurückkommen zum Thema Worte? Ich glaube, der Bundeskanzler wollte auch was sagen. Zum Thema Wortwahl in der Politik, Tonalität in der Politik. Das ist ja ein Thema, das glaube ich auch gerade sagen. Journalisten, aber auch... Deswegen sage ich, wir sollen diese Frage diskutieren, aber dann soll man nicht immer alles andere als lässliche Sünden ab. Und wir müssen diese Frage diskutieren, aber Beurteilungsmaßstab für jede Partei und für jeden Politiker muss erstens mal gleich sein, was die Sensibilität in der Wortwahl betrifft. Und der Beurteilungsmaßstab ist aber auch nicht nur die Worte, die einer sagt, sondern auch die Taten, die einer tut in der Politik. Und ich hätte halt gerne, dass man die FPÖ auch danach beurteilt, was hat sie in diesem einen Jahr, in diesen 12 Monaten in der Regierung zustande gebracht oder nicht. Was tut Jörg Haider in Kärnten als Landeshauptmann oder nicht, gerade in Fragen der Minderheitenpolitik, die sogar von den drei Weisen in ihrem Bericht als europaweit vorbildlich gelobt wurde. So etwas muss doch in eine Gesamtbeurteilung eines Bildes einer Partei mit einfließen. Und dann lasse ich mir einfach nicht dauernd unterstellen, dass diese Partei in irgendeiner Form demokratiepolitisch anrüchig ist. Das ist eine Partei, die vielleicht andere Inhalte vertritt als die sie für richtig hielten. Und das ist in einer Demokratie hoffentlich noch legitim. Der Bundeskanzler hat vorher darauf hingewiesen, dass das ganz im Gegenteil so ist, dass manche hier im Kreis über Jahre Inhalte vertreten haben, die von der neuen Bundesregierung sehr wohl umgesetzt werden sollen. Also da stimmt die Reform nicht. Ich erspare Ihnen ja allen Ihre Kommentare vorzulesen über den Stillstand in der alten Koalition und über die dringende Notwendigkeit einer Wende. Und diese Wende haben wir herbeigeführt, und das ist keine Wende in der Farbenlehre, dass jetzt statt Rot-Schwarz Blau-Schwarz gibt, sondern das ist eine Wende im Inhalt und in der inhaltlichen Politik. Und das heißt auch, dass man sich an Reformvorhaben heranwagen muss, auch dann, wenn es Widerstände gibt. Natürlich gibt es auch mehr Konflikte jetzt. Natürlich ist es nicht mehr so gemütlich und ist alles so geschützt und unter einem Glassturz, wie das früher der Fall war. Aber das war ja auch der Sinn dieses Wechsels, sonst hätte ja alles so bleiben können, wie es war.